Moin moin, was geht? Hier ist der Agri für euch am Start. Wir spielen heute eine Runde StarCraft Remastered. Schöne gepflegte Runde 2 vs 2. Oder? Wollen wir 2 vs 2 oder 1v1 spielen, ist die Frage. Hier gibt es ja kein 2 vs 2 richtig. Man kann hier nur beitreten und dann gibt es hier so ein paar Maps, die man zocken kann. Na, dann treten wir hier doch direkt mal bei. Wollt ihr die Rasse Zerg spielen? Schauen wir mal, was wir hier reißen können. Teammate des Protoss. Ich hoffe, es leckt jetzt hier nicht. Schön oldschool sieht das aus. Aber man muss sagen, die Grafik hat sich echt verändert. Ich kann euch jetzt mal die alte Grafik zeigen, indem man F5 drückt und mal umwechseln. So sah es nämlich vorab aus. Richtig schön scheiße. So, schnell wieder zu eurer neuen Grafik zurück. 16 zu 9 ist schon besser. Und ich habe ja auch meine Hotkeys von StarCraft 2 integriert in StarCraft 1, weil sonst ist das alles ein bisschen schwieriger. Auch mein Knie, wie bündelt das denn jetzt? Schauen wir mal rauf. Freundin hat geschrieben. Heute Abend bekomme ich was Leckeres zu essen. Schön, schön. Freue ich mich schon drauf. Vielleicht gibt es heute Falafel. Vor ein paar Tagen haben wir erstmal ein bisschen Hack gekauft, 100 Gramm, halb und halb. Dann haben wir Möhren und Zucchini gekauft. Haben die Zucchini dann so in Streifen geschnitten. Die werden ja relativ breit, dann so in Streifen. Dann haben wir dann das Hackzeug genommen und haben dann in den Hack ins Hack. Haben wir dann Schafskäse noch reingemacht, Zwiebeln und wie heißt das Zeug? Wie liegt es auf der Zunge? Knoblauch, genau, Knoblauch. Ja, das war echt richtig geil. Und dann haben wir, genau, Tomaten. Tomaten kamen dann noch mit rein in das Hackzeug, alles schön durchgemengt. Und dann haben wir, wie gesagt, das Ganze dann in Karotte und in die Zucchini-Streifen eingewickelt und das kam dann, glaube ich, für, ich glaube, weiß gar nicht, 20 oder 30 Minuten dann im Backofen. Hat echt sehr gut geschmeckt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, hier mein Überlord, der zuppelt hier lang. Ja, das ist ja eine ganz andere Map. Scheiße, was scout ich denn hier? Ich bin hier gerade voll im LT-Modus. Also LT Lost Temple war die Map, die wir früher mal gezockt haben. Und hier baut man nicht so fast eine Echse. Ihr habt ja auch gesehen, man startet hier mit viel weniger Drohnen. Man baut hier vorne immer eine Hatchery hin. Die stehen doch da auch nur blöde rum. Ich werfe ein bisschen was ins Gas rein. Ich hab jetzt beide auf Hotkey 3 gelegt. Das geht hier gar nicht, ne? Das geht hier nicht. Das geht aber erst, muss aufgebaut sein. Viel kann man ja auch nicht bauen. Gibt's alles nichts. Ein paar Zerklinge können wir bauen und es gibt hier auch natürlich Speed für die Zerklinge. Heißt genauso Metabolismus Schub, Mittelmühe, ja, richtig gut. Und er baut hier genauso wie ich auch baue. Und ist auch schon fertig. Jetzt hier mal einen Bau machen. Und ich will hier auf Mutalisken gehen, weil Mutas sind hier richtig gut. Glaubt man gar nicht, ne? Weil bei StarCraft 2 finde ich die Mutalisken ehrlich gesagt ein bisschen zu schwach. Bei StarCraft 1 waren die noch richtig knaller. Ich finde die Sounds, die Oldschool Sounds irgendwie auch ein bisschen geiler als die neuen. Und der Overlord hat hier direkt Detektor mit drin. Das ist halt auch ganz cool. So, und die Sunkens, die knallern hier auch richtig. Also nicht so wie jetzt bei StarCraft 2 hier, die Spinecrawler. Finde ich echt scheiße, aber hier die Sunkens, die sind richtig, richtig gut. Bau ist gleich fertig. Weil der Overlord nervt mich da. Ich habe noch keine Einheiten. So, hier nochmal eine Tiefenkolonie entwickeln wir jetzt daraus. Und hier oben werden wir jetzt sowieso. Nehmen wir den damit weg hier. Was ist denn jetzt hier? Komm. Wir
hauen jetzt hier mal den Spine hin, damit er das nicht wegzieht. Schön Mitte noch halten. Ach, ich hab das schon gesehen. Schade. Hier muss man noch eine Evo-Kammer bauen, damit man an Sporen setzen kann. Und jetzt steht die da so blöde rum. Ja, man kann hier mal nur eine Hatchery anwählen pro Hotkey. Ich habe ja an meiner Maus sozusagen die Tasten mit dran, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sogar auch noch. Kann die halt alles schön belegen hier. So, Mutter ist gleich fertig. Ich werde vorsichtshalber vorne noch meine Sanken setzen. Also jetzt mal einfach zwei daneben. Die mache ich jetzt auch einfach cool. Die lasse ich erstmal. Vielleicht brauche ich noch einen Spine-Crawler. Ich brauche jetzt eine Spore, meine ich. Ein Overlock noch dazu. Theoretisch hätte ich hier auch schöne Hedgehog nebensetzen können, das ist auch mal ganz nice. Jetzt hat mein Kollege hier schöne Dragoner. Nice. Okay, und gleich gibt's Mutas. Oh mein Gott, ich mach noch einen Angriffsabwehr dazu, alles gut. Ja, jetzt wieder hier rein, aber schön safe. Zwei Sanken ist die Rotten. Ich habe hier schon ein bisschen Druck. Dann brauchen wir jetzt auch mehr Mineralien. Vielleicht sind die ersten Mutas fertig. Oh, das sind aber echt viele Dinge, die er da hat. Aber wie gesagt, ich habe die Mutas. Ich habe die Mutas schön hier. Schön die Mutas am Start. So, vier Mutas jetzt. Gehen wir nochmal rüber. Nicht zu lange warten. Jetzt hier trotzdem jetzt meine Flanke rein. Ja, jetzt wird das vielleicht schon gesehen. Schön, kein Abwehr. Nice. Also so viele Hedgehogs, die auf Hydras gehen. Wir killen erstmal die Echo. Leider immer noch im Spiel hier so ein paar Bugs, aber nicht so schlimm. Ich hab schon jetzt schon Hydras am Start. Einige Hydras. Sehr viele Mineralien auch. Nehmen rüber. Jetzt mein Teammate mal. Ja, komm her, Marie. Man kann hier auch nicht mehr als 12 Einheiten in einer Taste belegen. Ein bisschen schade ist. Hier will ich das im ersten. Auch eine hohe Range nämlich. Gut, haben wir. Jetzt machen wir erstmal die erste Echse hier. Mal Z Gorn. Ja, das hat man das gerade gesehen. Hart verplant. Ah, da ist eine Echse. Schön. Auch mein Overlord. Ich gucke hier oben mal lang, ob hier auch eine Echse ist. Könnte gut sein. Hier ist nichts zu sehen.
Zwerg hat auch noch keine. Habe ich schon 12 Mutas. Ja, wie soll ich das machen? Vielleicht baut er noch BTs oder sowas. Da muss ich schon wieder zwei Tasten hier anwählen. Also, okay, jetzt wo, anscheinend. Ja, Speed sind wir da. Ja, Speed, ja. Oh, der baut ja ganz gut. Vorne hin ein bisschen helfen. Ah, da kommt er. Du hast da gar kein Problem. Und hier ist es auch nicht so, dass der Gegner bzw. das Teammate dann, wenn das Teammate rausgeht, dann ist es nicht so, dass man dann selbst die Mineralien vom Teammate erhält. Das ist hier Gott sei Dank nicht so. Links. Geht auch nicht raus, wundert mich ehrlich gesagt. Ach, hier baut hier. Da kann ich wieder mit reingehen. Die Mutas hier. Ja, erstmal noch vorne den Sandstück knattern. Viel zu viele Mutas, viel zu viele Mineralien habe ich. So, schön, das war es schon. Erstes Game erfolgreich absolviert. Nice one. Ja, ich hätte auf jeden Fall noch viel mehr bauen können. Also die Echse lief nicht bei mir. Ich hätte mit den Mineralien, was hätte ich da alles mit anfangen können? Ohne Ende Zerklinge noch bauen, noch zwei, drei Hedges, noch zwei Echsen oder so. Also... Der war gar nicht schlecht hier, der Kollege. Auf jeden Fall fett APM, aber ja gut, hier sein Teammate war jetzt nicht so der Knaller. So, ich mache jetzt erstmal hier einen kleinen Break. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge StarCraft Remastered wieder. Haut rein, ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Agri out. See you.